Wisst ihr, ich möchte alles aufsaugen. Spiel fortsetzen, bitte. Und das ist das gleiche Material, aus dem du bist. Oder ist dein Pathfinding klug genug, um das zu wissen? Dass du da nicht hinkommst. Das wäre natürlich suboptimal. Aber es kam noch keine Updates für das Game hier. Ah, so. So, ich glaube, da stehst du jetzt perfekt. Ja, Leitern und Vorsprünge, da glitsche ich immer so ein bisschen dran rum. Jetzt mache ich das mal zu. Jetzt wirst du gebastelt. Du müsstest jetzt versuchen, zu ihm hinzugelangen, damit du nicht stirbst. Richtig. Richtig, aber dir fehlt da noch dieser kleine Weg. Ja, doch, so, zack. Dieser kleine Weg wird jetzt... Da-da-da-da. Dann müsstet ihr jetzt kaputt platzen. Wo ist der Lichtschalter? Da ist der Lichtschalter. Gut, habe ich das Rätsel auch geschafft. Das ist ja gar nicht so schwer. Komm her, Blauer. Ich möchte nicht, dass du gleich... Ich habe dir immer sowas im Gesicht hängen. Denkst mit dem roten Kabum zu machen, der gerade hier voll herumgeschleudert wurde. Damit haben wir jetzt auch das nächste geschafft und auf zu Nummer 3. Was war Nummer 3 denn? Da unten. Was ist, wenn ich... Geht das überhaupt? Das dürfte gehen. Das müsste gehen. Das dürfte, müsste gehen. Welchen habe ich gerade ausgewählt? Dich will ich. Ich habe... Das Licht... Den Fluro. Okay, ich hab's. Sagte er, während er insgeheim noch ein bisschen überlegte. So, ich habe den Fluro jetzt da. Er sucht sich Licht. Ich mach da jetzt mal Licht hin. Und das Licht hier aus. Er dürfte jetzt da unten reingehen. Ja. Dann mach ich jetzt... Kuschel mich, Fluro. Kuschel mich, Fluro. Das wollte ich nicht. Leg ihn ab, nimm Wasser. Ich erstelle ihn. Dann mache ich mit... Dann mache ich dahin grünen Klipper und mache das Licht wieder aus, weil dann müsste er dahin gehen wollen.
Jetzt mache ich den ganzen Glibber weg und jetzt müsste er kaputt gehen. Du gehst da runter, genau. Seht ihr gerade alles gar nicht. Der geht jetzt da runter, drückt den Schalter, will sich aufsaugen. Danke für deine Kooperation, ich muss dich aber kurz wegmachen. Damit habe ich den jetzt. Ich hasse die Lava, die macht doch immer noch Schaden. Das ist übrigens noch ein Lava-Viech. Dann mache ich hieraus meine Schaukel. Und wir haben nur noch eine Sache vor uns, die repariert werden muss. Nur noch eine Turbine. Und das ist die persönlich, die mir am meisten Sorgen macht. Das ist Nummer 4, weil Nummer 4 ist nicht sonderlich mit viel mit Nachdenken, sondern eher mit schnell reagieren. Also, ich habe hier momentan Licht und das nutze ich aus. Ich will dich da oben haben, damit du da den Schalter drückst. Das bedeutet, du musst abgedeckt sein. Du und du. Egal nicht, wenn ich dich und dich abdecke und du da oben bist, dann geht das schon. Falsche Richtung, mein Freund. Retry. I failed. Wobei eigentlich... Ich mach's mir jetzt mal ganz leicht. Ich habe den Flur ja bereits ergattert. Du bist der lichthassende Fluro. Dann lichte ich da alles ein bisschen an. Dann lichte ich da alles ein bisschen an. Q, E, 1, Wassermarsch. Und jetzt müsstest du nach oben gehen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen lame, aber ich hab's mir erspielt. Jetzt war die Herausforderung flöten gegangen. Level. Das ist jetzt zu einfach gewesen, ein bisschen. Egal. Und das kommt davon, wenn man ein bisschen weiter spielt und dann die Rätsel so ein bisschen raten kann. Wenn man mich überhaupt noch versteht. So. So, ich bin jetzt ein Meistermechaniker und habe die gesamte Minenmaschinerie wieder hergestellt. Ich stelle mich mal dahin. Ich brauche nämlich jetzt ein bisschen grünen Glibber. Hallo Grünglibber, der auf einmal wieder auftaucht. So. Jetzt gehen wir aus dem Escape, gehen zurück ins sechste Rätsel. Und vom sechsten dann aus hin zum Boss. Alles, was ich in einer Aufnahmesession nicht geschafft habe, gerade in gefühlten 5 Minuten erledigt. So, da haben wir Tor Nummer 1, Tor Nummer 2, Tor Nummer 3, Tor Nummer 4, Tor Nummer 5 und Tor Nummer 6, was wir uns auch erarbeitet haben, wo wir unser Protoplasma wieder herbekommen. Davon haben wir 4 von 5 jetzt und 15 von 21 insgesamt. Das geht doch. Und auf zum Boss! Erst durch den Ladebildschirm, aber hey. Ich muss sagen, ich bin voller Vorfreude. Vorfreude, dass ich das Spiel bald durch habe. Das Kontrollzentrum. Diese Leiter hinauf befindet sich das Kontrollzentrum für die Mine, dem Ort der größten Fluoraktivität.
Berichten zufolge sollen die Fluros das Zentrum an ihren eigenen Zweck angepasst haben, um einen noch höherstufigen Fluro zu führen, der eine große Zerstörungsmacht hat. Sie haben eine hierarchische Kontrolle gebildet, die ich analysieren und verstehen muss. Ich muss mich einfach direkt ins Getümmel stürzen und die Anpassungsfähigkeit der Fluros direkt gegen sie nutzen. Alles entscheidende Kampf. Ich habe Angst. Also ihn kriege ich nicht besiegt. Das tut weh! Ich fahre mich hier einfach mal durch. Vielleicht verstehe ich ja, was von mir gewollt ist. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, momentan tue ich es nicht. Was muss ich tun? Irgendwas muss ich doch tun können. Das wäre jetzt uncool.